Ganz, ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich zur Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Patrick Klöckner, den ich natürlich auch als allererstes hier oben ganz herzlich begrüße. Ganz herzlich willkommen in Chemnitz, Patrick. Und unseren Geschäftsführer der Chemnitzer FC Fußball GmbH, Uwe Hildebrandt. Patrick, gleich zu dir. Bis seit Samstag bei uns in Chemnitz hast du das Spiel gegen Jena angeschaut, gestern das Sportforum besucht, erste Gespräche geführt, heute in der Geschäftsstelle Hallo gesagt. Wie ist dein erster Eindruck von Chemnitz, vom Chemnitzer FC? Ja, zunächst nochmal von mir Hallo in die Runde. Ich freue mich, Sie alle hier mit begrüßen zu dürfen. Der erste Eindruck war von vornherein sehr positiv, also die Gespräche mit den Verantwortlichen und die Gespräche auch im Austausch mit dem Trainerteam waren so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das, was man hier vorgefunden hat und auch am Wochenende, wenn wir auf das Sportliche zurückkommen, ist so, dass ich sage, die Mannschaft hat eine hervorragende Mentalität, die Mannschaft hat eine sehr gute Physis. Das sind die Attribute, die man braucht, um mit einer Mannschaft arbeiten zu können. Und diese, denke ich, haben wir am Wochenende gesehen. Und entsprechend mit dem zum Glück erfolgreichen Ergebnis können wir dann auch wieder sehr positiv in die Woche starten und hoffentlich auch das dann mit einem positiven Ausgang besiegeln. Du bist in Bonn geboren, hast zuletzt bei Viktoria Köln gearbeitet, jetzt beim Chemnitzer FC zum ersten Mal im Fußball Osten unterwegs. Warum die Entscheidung für Chemnitz, für den Chemnitzer FC? Ja, ich hatte es eingangs gesagt, für mich ist immer das Wichtigste die sportliche Herausforderung. Ich bin ein Typ, der mag lieber den Abstiegskampf oder den Aufstiegskampf, als im gesicherten Mittelfeld zu spielen. Ich mag es etwas mitzuentwickeln. Und ich kenne die Fankultur hier, ich finde das Stadion klasse, ich finde die Fans klasse und das ist einfach für mich der ausschlaggebende Punkt gewesen, warum ich gesagt habe, der Chemnitzer FC soll es sein. Den I-Punkt haben dann natürlich, wie gesagt, die Vereinsverantwortlichen gesetzt in dem Austausch, den wir hatten, der sehr, sehr angenehm war und ich bin einfach froh, hier zu sein und das alles so ein bisschen weiter mit anschieben zu können. Uwe, deine erste Pressekonferenz, habe ich es mir heute gesagt. Ja. Der Grund ist sehr glücklich. Auch ein glücklicher. Wir haben gerade von Patrick gehört, warum er sich für Chemnitz entschieden hat. Warum hat sich der Chemnitzer FC für Patrick entschieden? Ja, der Chemnitzer FC hat sich halt für Patrick entschieden, weil wir hatten vor circa anderthalb Wochen ein sehr gutes Gespräch. Ich möchte auch noch mal zur Entscheidungsfindung ein paar Sätze sagen, was wichtig ist, welcher Trainer hier in Chemnitz willkommen ist. Ja, für uns sind wichtige Kriterien bei der Trainerauswahl die Spielphilosophie, die dem Chemnitzer FC entspricht. Das bedeutet, wir wollen gerne agieren, nicht reagieren. Ja. Der Trainer sollte authentisch sein. Also das, was er spricht, sollte aus dem Herzen kommen und das sollte auch für uns so rüberkommen. Und er sollte eine klare Ansprache haben an uns, Gesellschaftern oder Verein. Natürlich wichtiger, wie geht er dann mit den Spielern um? Ja. Er soll sie motivieren und halt so rüberkommen, dass er die mitnimmt bei seinen Ideen, die er hat, dass sie die umgesetzt kriegen. Deswegen bin ich sage mal, zum einen sehr stolz und auch glücklich, dass sich Patrick für uns entschieden hat und uns jetzt hier in dem Weg sportlich weiterbringen wird. Gib uns kurz noch den Einblick in die Trainersuche. Wer hat den Trainer gefunden? Wer hat gesucht? Wer hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass Patrick heute hier oben sitzt? Also den Trainer gesucht haben die Gesellschafter in Verbindung mit unserem sportlichen Leiter, ja, Herrn Kevin. Und wir haben einen Tipp bekommen vom Herrn Ballack. Das war sehr wichtig für uns. Ja. Seine sportliche Expertise ist uns wichtig und ja, darauf hat, glaube ich, ganz Chemnitz gewartet. Aber zum Schluss, die Entscheidung, dass wir uns für Patrick entschieden haben, kam alleine deswegen, weil er hat sich vorgestellt bei uns. Ja, und er hat seine Philosophie uns bekannt gegeben. Und da war uns nach diesem Gespräch relativ schnell klar, einheitlich, dass das unser neuer Trainer werden soll. Ja. Also da gab es keine zwei Meinungen. Wir stehen alle hinter ihm. Und das hat er selbst zu verantworten, dass er jetzt hier Trainer ist. Selbst schuld. Dann geben wir euch das Wort. Ganz gerne eure Fragen. Kurze Bitte ums Handzeichen, damit ich weiß, wer dran ist. Und dann können wir loslegen. Per Foto Wühlbecke. Hallo, ich bin der Wühlbecke vom Mitteldeutschen Rundfunk. Werden sich noch mehrere vom Mitteldeutschen Rundfunk jetzt wahrscheinlich gleich äußern. Es sind auch unterschiedliche Redaktionen, das sage ich schon mal vorab.
Sie waren jetzt sehr positiv, Sie haben gesagt, Stadtklasse, Fankultur-Klasse. Da gibt es ja sicherlich doch zwei Meinungen in diesem Fall, nicht wie, wie der Herr Hildebrand sagte, also das Image des Chemnitzer FC, das wir jetzt auch bis Köln rumgesprochen haben, ist ja sehr schwierig durch die ganzen Vorkommnisse der letzten Monate. Wie sehen Sie das alles, welchen Einfluss hat das auf Ihre Arbeit, weil der Herr Bergner das ja eigentlich genannt hat als Grund für seinen Rücktritt, die schwierigen Umfelder? Ja, es gibt in jedem Verein, denke ich, schwere Einflüsse. Ich kann das gar nicht so im Detail beurteilen, weil ich halt auch zu weit weg war. Ich war selber im Aufstiegskampf gewesen. Ich musste mich um das Sportliche kümmern. Das will ich auch hier tun. Aber wenn ich von der Fankultur rede, dann ist es natürlich so, dass da draußen auch noch 5000 Fans sind, die jedes Wochenende kommen. Und dementsprechend ich diese Fans auch gemeint habe, die den Verein anfeuern, die hier alles mittragen und mitgeben, mitgehen, was der Verein vorgibt an Werten und dann an sportlichen Bereichen. Und das ist auch das, worum ich mich drum kümmern will. Also jetzt da zu weit auszuholen und mich in die politischen Themen einzumischen, das ist nicht meine Art und Weise. Und da muss ich auch sagen, bin ich zu weit weg. Bitte. Zu Frage Presse Chemnitz. In Köln sind Sie einen Spieltag vor Saisonende beurlaubt worden. Betrachten Sie das, dass man Ihnen den Aufstieg gestohlen hat oder wie verkraftet man das? auf die Frage habe ich gewartet. Nee, es ist tatsächlich so, dass ich feiere nicht so gerne und ich wollte dann den Aufstieg, die Aufstiegsfeier, wollte ich dann entsprechend nicht mit annehmen. Das war eigentlich der Hauptgrund gewesen, weil letztendlich sind wir eigentlich einen Spieltag vor Schluss schon aufgestiegen, aufgrund der Konstellation am letzten Spieltag. Und es ist immer unangenehm für einen Trainer, der dann natürlich die Feier mitmachen will. Also das war jetzt einfach nur mal so ein kleiner Versuch der Lockerung hier. Aber es ist ärgerlich. Ich wünsche es keinem Trainer. Aber es gehört zum Sport dazu und man muss das verstehen. Der Verein ist das steht über allem, der Verein ist das Wichtigste. Und wenn der Verein meint, so eine Entscheidung tragen zu müssen, dann muss man das halt leider heutzutage akzeptieren. Woran sind Sie denn in Köln gescheitert, wenn man das so? Also wenn man sagt gescheitert, muss ich sagen, das sehe ich anders. Der Aufstieg ist seit 7 Jahren versucht worden. Ich habe es im 8. versucht, 10 Trainer vor mir sind entlassen worden. Von daher würde ich sagen, es war ein Erfolgserlebnis für mich. Ich bin vom Co-Trainer zum Cheftrainer aufgestiegen und habe die Sache gemeistert. Und von daher ist das für mich ein Erfolgserlebnis und keine Niederlage. Weitere Fragen? Olaf Morgenstern. Frage, wie groß war jetzt der Anteil von Michael Ballack? Hat er Ihnen das jetzt sehr schmackhaft gemacht oder hat er das so Kontakt hergestellt? Ist er bekannt, dass das da jetzt ein Erfolg existiert? Ja, es ist so, dass wir sind ja, wie gesagt, über 20 Jahre befreundet. Wir haben einen Austausch in allen sportlichen Bereichen. Also wir reden auch über den großen Fußball, die Champions League. Wir reden über die Bundesliga und der Chemnitzer FC liegt ihm halt sehr am Herzen. Deswegen war mir natürlich wichtig, was er über den Chemnitzer FC sagt und ob ich für diese Aufgabe auch der Richtige bin. Das war der Austausch, den wir hatten und entsprechend dann den I-Punkt hat dann halt, wie gesagt, haben dann halt die Vereinsgremien gesetzt in dem Austausch, den wir miteinander hatten. Gibt es, bitte. Sie haben die positiven Dinge erwähnt, die Sie am Sonnabend gesehen haben beim Spiel. Was würden Sie denn sagen, ist das Wichtigste, was es an Negativen zu ändern gibt? Das kann man so nicht sagen, weil es ist immer schwer, sich in die Lage des Trainers zu versetzen. Ich habe den Matchplan jetzt nicht gekannt. Ich habe natürlich viele Dinge als Trainer gesehen, die vielleicht mir in meiner Arbeit als Trainer wichtig sind, die aber nicht repräsentativ sind jetzt, um sie zu bewerten nach außen hin. Ich habe, das wurde eingangs gesagt, eine Spielphilosophie, die ich für den Chemnitzer FC aufgelegt habe und an dieser müssen wir arbeiten. Das ist keine kurz- und mittelfristige Sache. Aufgrund der Situation, dass man jetzt schnell punkten muss, ist es natürlich so, dass man diese Sachen schnellstmöglich anpasst. Aber natürlich gehört, ich sage, zu einer richtigen Umsetzung einer großen Philosophie, einer Philosophie, die man eventuell als Trainer irgendwann mal in Erwägung zieht, auch viel Zeit. Trotzdem, oder es ist Fakt, dass diese Mannschaft ein Megapotenzial hat, also Megapotenzial in Sachen nicht abzusteigen, 4 Mannschaften hinter sich zu lassen und diese Attribute, die ich gerne sehen möchte, und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, Mentalität, Wille und dieser dieses Arbeiten einfach im Team, dass das hier ganz groß geschrieben ist. Und das ist das A und O. Arbeiten nochmal für alle. Es geht morgen früh um 10 das erste Mal los. Es geht morgen früh um 10 das erste Mal los und dann am Mittag um 15 Uhr das zweite Mal. Genau. Okay. Ja.
Hatten Sie vor Ihrer Vertragsunterschrift Kontakt mit dem Insolvenzverwalter? Hat er bei der Entscheidung irgendeine Rolle gespielt, dass Sie der Trainer wären, oder ist er da jetzt außen vor? Ich habe natürlich mit allen Verantwortlichen gesprochen. Wir hatten ein Gespräch gehabt und dementsprechend habe ich den Herrn Simon kennengelernt. Per Foto Übig. Herrn Sobotzky ist ja auch, sag ich mal, eine praktische sportliche Kompetenz abhanden gekommen jetzt erstmal. Da ist man nur noch, sag ich mal, in der Findungsphase. Herr Hildebrand, deswegen die Frage auch an Sie beide, weil Sie Michael Ballack genannt haben. Welche Rolle wird denn Michael Ballack spielen? Wird er irgendeine Rolle spielen in Zukunft beim Chemnitzer? Also von meiner Seite, ich weiß nicht von nichts. Also an mich ist er nicht rangetreten. Wenn er das machen möchte, sehr gerne. Er ist immer willkommen. Aber ich glaube, er macht seinen Trainerschein jetzt und ist zeitlich auch nicht in der Lage, jetzt für den Chemnitzer FC zu arbeiten. Wenn er uns Tipps gibt, das hilft uns auch erstmal weiter. Ja. Es ist ja bekannt, dass Micha hier oben mit seiner Familie eine Loge hat und sich immer mal wieder Spiele anguckt. Die Familie ist natürlich nah dran am Chemnitzer FC und das wird auch erstmal so bleiben, glaube ich. Oh. Entschuldigung. Olaf Bungenstern. Herr Hildebrand, kann man was zur Vertragslaufzeit sagen? Olaf weiß ja ganz genau, dass wir zu Vertragslaufzeiten keinerlei Auskunft geben, sowohl bei Spielern als auch bei Trainern, als auch bei Angestellten jeglicher Art. Also auch heute so. Gleich noch eine Frage, Gregor Ristić, warum ist jetzt für ihn kein Platz mehr im neuen Trainerteam? Ist es eine bewusste Entscheidung oder? Uwe, willst du es? Letztlich ist es so, Sreto hat sich entschieden, seinen Fußballlehrerlehrgang in Serbien zu begehen. Es wird natürlich, ihr wisst ja auch, wie ein Fußballlehrerlehrgang, wie viel Zeit er frisst. Ich glaube, er dauert 1,5 Jahre, dieser Lehrgang. Es wird dann in Abwägung der zeitlichen Verfügbarkeit von ihm, auch er muss natürlich in Serbien anwesend sein, dann erst entschieden weiterhin und darüber beraten, welche Position, welche Aufgabe Sreto dann hier weiter übernehmen kann. Zur Spielphilosophie, Wille, Arbeit, etc. haben Sie gesagt, was im Fußball kann man jetzt erwarten? Ja, ich hatte gesagt, dass das die Grundtugenden sind, auf denen man aufbaut. Natürlich gehört auch das Spiel im Ballbesitz dazu und es gehört eine klare Struktur da rein. Aber ohne diese Grundtugenden ist das Spiel eigentlich nichts wert, weil der Gegner nur so weit sich entfalten kann, wie man ihn lässt. Und ich denke einfach, dass man mit diesen Attributen schon sehr viel den Gegner beeinflussen kann, um sein eigenes Spiel auch zu fördern, um den Gegner in gewisse Räume zu drängen, um Räume aufzuziehen. Und das ist unsere Philosophie. Wir wollen, eingangs ist es gesagt worden, wir wollen agieren anstatt reagieren. Das ist mir ganz wichtig, dass wir nach vorne verteidigen, dass wir dem Gegner so wenig Zeit wie möglich lassen, dass wir den Gegner unser Spiel aufdrängen, das ist mir auch wichtig. Wir werden versuchen, die Mannschaft in ihren Positionen so aufzustellen, dass jeder Spieler in seinen höchsten Stärkenbereich kommt und jeder Spieler auch das Spiel mit vollem Selbstvertrauen annehmen kann. Und das ist mir ganz wichtig. Und ich denke, dass das auch der richtige Ansatz sein wird für die Mannschaft, weil in dieser Situation, die jetzt entstanden ist, wir einfach dieses positive Ergebnis vom Wochenende mitnehmen wollen. Und ich denke, dass die Jungs da auch morgen mit voller Energie dabei sein werden. Bitte. Die letzten 4-5 Monate nach dem Aus in Köln, was haben Sie da gemacht, oder? Die Frage ist gut, ja, ich kann sie immer beantworten, was ein Trainer so macht in seiner freien Zeit. Das ist nämlich gar nicht so, wie man denkt. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Man hospitiert bei anderen Vereinen. Es ist so, dass man sich die dritte Liga natürlich anguckt. Das heißt, ich war jedes Wochenende auf einem Sportplatz live vor Ort, habe mir ein weiteres Spiel im Fernsehen angeschaut, habe mir meine eigenen Analysen gezogen, habe mir meine Informationen geholt und man ist im ständigen Austausch. Weil man muss halt up to date sein. Man sieht, wie schnell es gehen kann im Fußballgeschäft. Und wenn du dann nicht sofort da bist und erstmal eine Eingewöhnungszeit brauchst, denke ich, ist das von Nachteil. Und deswegen ist das wirklich, also die fußballfreie Zeit ist keine fußballfreie Zeit, sie ist nur eine vereinsfreie Zeit. Haben Sie dann den SG Sonnengrof Groß-Asbach auch schon beobachtet? Also ich bin über alle Gegner informiert und ich kenne viele oder ich kenne die Gegner, die auf uns zukommen. Spätestens am Donnerstag können wir da gerne nochmal drauf eingehen, wie ich den Gegner erwarte und ja, was wir dagegen tun wollen. Ich nehme an, das war die Einladung zur Spieltagspressekonferenz. So sieht's aus. Okay. Ja.
Gibt es weitere Fragen zur Personalie Patrick Klöckner oder Uwe Hildebrandt? Das sieht nicht so aus. Okay. Dann der Hinweis an die Fotografen. Wir machen sowohl hier drin als auch draußen, wenn gewünscht, sehr gerne noch Handshake-Fotos. Und ansonsten sehen wir uns ja, so wie ich gehört habe, am Donnerstag wieder. Und dann danke ich euch. Macht's gut. Ciao. Danke fürs Kommen.